Was? Also? Große Teile von uns kommen aus Köln. Nicht von hier. Und Tobi nicht. Und einer aus dem kleinen Walsertal, der fehlt, der ist da eingeschneit und am Schneeschippen. Und da, wer den Tobi kennt, weiß, der Mann hat keine Zeit. Deswegen haben wir zweimal zusammen geprobt und haben den Rest übers Internet gemacht. Also Köln, Walsertal, Cloud-Musik, also Internet. Musikprojekt. Gut, danke für die Erklärung. Danke. Ja, wir kaufen noch T-Shirts und Sportleibchen, damit ihr das braucht. Da kann ich das Sportleibchen. Habt ihr das auch mit Elefanten? Ja, haben wir. Der muss ja auch reinpassen. Richtig, ich habe auch eins. Mein Daumen sieht man scheinbar nicht, oder liegt es vielleicht an Gesicht?
Projekt in Bruchteil und gesundheitlich schwer angeschlagen. Und ich sehe zwar nichts, aber ihr seid unglaublich nah, oder? Ganz nah. Ganz nah. Direkt vorher. Alle nass, wenn ich Sabermar spiele. Das war die Geschichte von Fred, der war früher irgendwie immer mit dabei. Und wir zwei haben Jungs. Und wir haben alle Jungs. Wir haben ich habe auch einen Junge. Wir haben alle Jungs. Klar. Gut. Sind das Leute? Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist richtig. Mensch, super vorbereitet. Jedenfalls, unsere Jungs, wir hängen relativ viel zusammen und machen da so Musik. Und unsere Jungs kennen sich seit dem Kindergarten und sind so ziemlich beste Freunde. Und wenn man viel Musik zusammen macht, kommt sowas raus. Im Garten schreien. Wer darf Manu Neuer sein? Ihr seid nicht leise, aber eins ist wahr. Mit deinen Kumpels kommst du selber klar. Den anderen Jungen Herrendorf ganz knapp gezwungen. Viel blutig, doch eins ist wahr. Mit solchen Kratzern kommst du klar. Ich bin mein, 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 ich bin mein
versaut man den Schluss. Und der war so gut. Der war super. Egal. Immer weiter. Ich sehe zwar nichts, aber wir spielen den Namen, glaube ich, voll, oder? Ja. Yeah. Die Schwede rein hier. Ich werde immer, enger hier vorne. Mag ja die Tür zu wecken. Wir haben eine Nummer von Leonard Cohen bearbeitet, der vor 30 Jahren schon ziemlich vorausschauend war. First you take Manhattan. Der kleine Strich mit Stacheldraht gezogen.
uns vorbereitet, als wir hierher gekommen sind, als Tobi gesagt hat, wir spielen den freien Dietz, nicht Dietz, nicht alten Dietz, nicht Limbo, freien Dietz. Der Laden ist voll. Und dann habe ich überlegt, was weiß man dann so über freien Dietz? Oh. Jetzt sind die gespannt. Ja, und dann habe ich gegoogelt und dachte, es muss doch irgendwas, irgendjemand geben, der aus freien Dietz kommt, den der normale Mensch kennt. Der Tobias. Normale Mensch. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Erich Eichhoff. Kennt den jemand? Ist jemand verwandt mit dem? Nein, alle, oder? Ersatzbassist. Der war nicht abgesprochen. Kennt keiner, Erich Eichhoff, euer einziger Promi. Was? Was hat er gemacht? Der erste Präsident der Bundesanstalt für Güterverkehr. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Oh. 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 Immer. Ich wollte nur sagen, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja, ja. Sie meinen, die haben Fußball-Weltmeister. Google, ne? Ja. Roman Weidenfeller. Das ist kein Dieter. Das ist kein Dieter. Das ist kein Dieter. Das ist kein Schau mal lieber Hose. Ich rede ja nur so viel, weil ich keine Ahnung habe, was ich zum nächsten Stück sage. Hat aber den schönen Namen Ballade vom beschäftigten Trinker. Sehr gut. Und weint, der Chris bringt sie um. Laufe schnell zum Bahnhof und kauf Morphium. Alles macht mich süchtig und das macht mich krank. Mama liegt im Koma, ich schaue in den Schrank. Ich bin's.
ich deinen Tag erlernen kann. Mama ist verbrannt im Krematorium. Ich laufe immer noch zum Bahnhof und kauf Morphium. Zur nächsten Nummer ist eigentlich alles schon gesagt. Die heißt Köln-Walsertal. Eigentlich nur eine kundenfreundliche Maßnahme, damit man sich den Namen besser merken kann und um T-Shirts zu verkaufen. Aber. Nötig. Noch ruhiger.
Publikum das zuhört. Man muss dazu sagen, die Jungs haben letztens einen Auftritt gehabt, kleine Anekdote am Rande. Da sollten sie die Vorband an einem Oldie-Abend sein und dieser Oldie-Abend ist legendär da am Ort. Da kommen hunderte von Menschen, die dann wirklich nur Oldies hören wollen. Alles Lieder, die sie kennen und mitgrölen können und tanzen können und saufen können. Und das Köln-Walsertaler Cloud-Musikprojekt war die Vorgruppe. So, die reisen an, die Jungs, und kurz vor knapp wird gesagt, der Main-Act, der fällt aus, ihr seid jetzt der Haupt-Act. Alle Leute sind für so eine Oldie-Band gekommen. Und gerade bei dem nächsten Stück, was kommt, hat der Thorsten extra vor um Ruhe gebeten und sie wurden noch lauter. Das war sensationell. Das wird heute, also das Trauma wirst du heute überwinden. Aber wir wissen seitdem, dass wir es im Blindflug spielen können, ohne was zu hören. Ist fertig? Du kannst Bier trinken. Geh doch mal raus. Achso. Das ist eine Nummer für meine Mutter, würde ich mal sagen. Die Kerze steht nicht mehr neben mir. Sie steht ganz hinten im Zimmer. Bild für dich, du bist nicht mehr hier. Du bist weg für immer. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Das hab ich selbst gesehen. Ich sitz hier seit Stunden und kann ich nicht gehen. Hätt man mir diesen Augenblick Tag berichtet. Ich glaube, ich hätte mein Leben anders gerichtet. Was ich noch sagen wollte, ist doch egal. Es wird ja eh nicht mehr gesagt. Letztes Bild von dir war kalt und fahr. Ich hätte gern noch was gefragt. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Das hab ich selbst gesehen. Ich sitz hier seit Stunden und kann ich nicht gehen. Dein letztes Hemd, ich werd's dir waschen. Schönes Umgehen. Wenn ich mich jetzt umdrehe, will ich dich nie mehr sehen. Die Kerze steht nicht mehr neben mir. Sie steht ganz hinten im Zimmer. So, weiter? Essen oder trinken? Trinken zu spielen. Nach dem Lied für die Mutter, jetzt Lied für die Frau, da sind wir durch irgendwie in der Familie. Jetzt kommt die Freundin. Was willst du denn?
nicht einfach wird, ziehen wir das durch. Was willst du denn noch? Nein, dass wir morgen Abend.
mich halt rot. Sieht man im Gleichschweißig geholt. Und was man auf mich dann ist, dass wir enden morgen Abend. Das hat die deutsche Sprache nicht verdient.
Das ist schon schön, war dann wird das nächste aber erst. Also das nächste ist okay. Was ist das nächste? Ach, ist auch nächste. Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Was wollen wir Situation? Was du denn gerade so? Du spielst in der Geschichte eh keine Rolle. Herbstferien. Wir zwei in Urlaub, wir mit seinem Sohn, ich mit meiner Familie. Wir schreiben so WhatsApp und immer, boah, heiß, bin am Baden und. Was für ein Sohn? Ich schrieb halt zurück, ich friere. Wir hatten aber eine sehr schöne Terrasse, du siehst Rijeka, du siehst die Kvarner Bucht, aber es war halt... Wo wart denn ihr? Kroatien, Istrien. Ich wäre noch dazu gekommen. Ich erwarte von meinem Publikum, dass das weiß, wo Rijeka ist. Das wisst ihr, das wisst ihr. Die waren schon da. Jetzt könnte die Geschichte kommen, wie meine Familie Mitglied der Ultras Rijeka wurde. Aber egal. Ja, dann kannst du nur sie mal annehmen. Du hast gefroren. Ja, genau, ich habe abgefroren. Es war ein herrlicher Blick, der Wasser war überdacht. Er badete, ich fror und... Komm zu dir da gleich. Ja, und dann haben wir nicht geschrieben. Ach so. Mega-Geschichte. Mega. Ich habe kein Lied geschrieben, ich habe mehr. Ich habe zuvor noch ein Lied geschrieben. In Rijeka. Tobi, was nein, nicht in Rijeka, ich habe auf Rijeka geguckt. Ich habe, glaube ich, seine Fotos bei Facebook geliked, da wo du das Lied geschrieben hast. Ja, das ist ein Work in Progress. Fang mal an. Ich fang nicht an. Ich fang auch nicht an. Ich hab trinke ich nur noch Rot.
ist hier seit Tagen kein Strom. Und seh, wo ich sonst sitz. Was er tropft in mein Glas, ist der Wein heute halt gespritzt. Zieh ich halt noch eine zweite Jacke an. Das Lied heißt. Was? Ja, ja. Song 112. Also das ist schon Maßstab. Ist schon Arbeitstitel. Weil die Bandmaschine hat irgendwann mal gesagt, das ist Song 112. Und wir haben gesagt, das ist nicht gut. Ja, ja. Zusammen, ne? Zusammen. Ja. Mit was war's? Der schlimmste Quartierler ist der Bassist. Jedenfalls, wir haben noch keinen Titel drin, weil es geht um Langzeitbeziehungen und Ding. Das ist Sex und Alkohol. Yes. Er ist schon 18. Lass uns mal. Naja. Okay. Das sieht aber nicht so aus. Eindeutig. Wo ist der Ball? Nicht gestört, bin so Schnipstrottel, ganz
15 Jahren. In unserem Alter geht es Zug um Zug. Und wenn ich denke, ich bin so verbogen, heißt es immer noch, ist nicht genug. Lass deinen Mund da, genau da gehört er jetzt hin. Ich hab die Türen abgesperrt, lass nichts in deinen Sinn. Lass deine Hände auf mich, den Fuß da, wo er hingehört. Du bist schon ziemlich eigenartig, damals hat's mich nicht gestört. Das war jetzt gemein. Nee, das erinnert mich zurück. Ich kenne schon ein bisschen. Ich kenne schon mal so die Art so, ja. Aber so. Was ist? Ist er da, stört er, ist er nicht, dann stört er auch. Wir reden gleich. Gerne. Das sind überhaupt nur drei. Drei, ne? Ja. Was? Wir kriegen den auch schön sehr an. Man hört euch auch am Feuer noch. Auf jeden Fall stimmt. Ja, aber man sieht nicht, wie gut ich aussehe. Ja, das ist ja immer oben. Muss aber dein Pulli aufziehen. Ich sehe dich leider von hinten. Nee, das reicht. Ich glaube, das reicht. Jetzt machen wir mal mehr. Nein! Hat er nicht so viel Elend gesehen, das? Aber jetzt sehe ich nur um, ich habe gar nicht verstanden. Die schon. Ich bin ja auch schon dran. Du Schluss mit der guten Laune. Wir kommen wieder zur Kernkompetenz, Depression, Tod und... Ich habe mit dem Tobi ja tatsächlich schon einmal auf einer Bühne gestanden. Tatsächlich. Hat er letztens mit den Worten, das war auch ein schöner Auftritt. Das war ein super Konzert, war das, und zwar war das, soll ich es kurz sagen? Ja. Das war bei der Erdigung von Thorstens Mama. War ein schöner Auftritt. Und zwar hat sie seine Mama als letzten Wunsch von ihm gehabt, bitte mach mir doch ein Lied, ich möchte gerne, dass du da spielst auf der Beerdigung. Und alleine hat er viel zu viel Bammel gehabt. Dann hat er gesagt, Tobi, du musst da sein und Händchen halten. Und dann habe ich da gesagt, dann komme ich da für dich. Dann haben wir die Nummer gewuppt und ich habe gesagt, es war ein schönes Konzert. Entschuldigung, ein bisschen Kritik. Keiner weggerannt. Nein, nee, nee, es mussten alle bleiben, ja. Ich werde mir auch ewig dankbar sein. Das hätte ja so die Hose geben können. Du warst super. Der Mann hat es gefallen. Ja, dann haben wir dieses Lied auch gespielt. Das ist von einem Kollegen hier ganz um die Ecke. Jetzt habe ich noch nichts Falsches. Neuwied. Ist fast, ja. Neuwied. Ist schon mal. Der wunderbare Malte von Wiesgraben hat dieses Lied geschrieben. Das spielten wir damals. Olli, Spitzenname. Olli. Seid ihr fertig? Nein. Kannst du auch Bier trinken gehen? Dann Bier holen. Warum stehen wir da hinten im Chaotenbett? Chaotenbett. Weil's nur einer ist. Du hast mich gefragt. Ich hab mir laute kompetente Leute geholt, nur ersten Notfall. Weil ich uns halt wieder mal nicht kannte, konnte. Da muss man zwischen. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Wurde dein Rechner.
doch nicht vermeiden. Dass man's kaum erinnern kann. Nur die schönsten Bilder bleiben. Die schönsten Bilder bleiben. Da muss man immer sein. Und plötzlich kann man nur noch liegen. Und schon viel zu lang allein. Schon viel zu lang allein. Jeder stirbt so. Wer gelebt hat, wer gelebt hat. Auf die eigene Art und Weise. Die ganz eigene Weise. Still und leise, still und leise, willst uns fehlen. Gute Reise. Du sagst, dir bleibt auch nichts erspart. Leben war nie leicht. Am Ende noch mal richtig hart. Da fehlt die Kraft, du sagst es reicht. Du sagst es das irgendwie verstehen. Das Leben wurde dir zur Last. Du sagst, jetzt ist Zeit zu gehen. Ja, jetzt ist Zeit zu gehen. Jeder stirbt so. Jeder stirbt so. Jeder gelebt hat. Jeder gelebt hat. Auf die eigene Art und Weise. Die ganz eigene Weise. Gehst du still und leise, still und leise, bis uns fehlt unsere Reise. Still und leise, still und leise, wird mir fehlen. Gute Reise. Bitte. Ich hab ja gehofft, ich könnte hier nicht. Nix, ich guck mal.
Das spielen wir jetzt. Die gute alte Karte ziehen Rheinland-Pfalz, Hessen. Aber ihr habt mehr Probleme mit den Beatsern als gut. Hessen, kennt ihr die, in den 80er Jahren waren die Hessen uns allen weit voraus in der Musikszene. Da gab es die wunderbare Gruppe Flatsch. Flatsch! Kennt ihr? Ja, ja. Da bitte ich hier so einen mehrstimmigen Gesang. Nein, ich bin da unten.
Story backwards. Die Nummer, die ein befreundeter Schweizer für uns geschrieben hat. Was denn? Story backwards. Erzähl doch. Ich sehe es nicht. Ja, was zwei Gründe hat. Ich sehe gar nicht, aber ich glaube, da sind auch nicht viele. Oh! Hey! Scheiß Name. Ja, ich verleidige niemals das Publikum. Hab ich noch, ich sehe noch nicht viele. Ach, Thorsten. So. Nimm mal die Sonnenbrille runter. Wie es gebracht hat. Ja, ne? Ist eine Bereicherung. Ja. Ha.
Danke. Wir spielen das ist jedes noch Jahr fertig. Ach, Gott sei Dank. Wir spielen jetzt jedes Jahr hier eine Weihnachtsgala. Oh ja, sehr schön. Was spielen wir jetzt? Jetzt kommt die Moderation für die Silvi und die Roswitha. Ah, Silvi und Roswitha. Toby hatte einen ganz komischen Zusammenhang und konstruiert, ihr seid große Rolling Stones Fans, sagte er. Ja? Nein, da Silvi, da Roswitha auch. Ich jetzt besonders, Toby war nicht der in Hamburg. Der Mann hat Stones Coverband gespielt, das war viel mehr. Du! Mach mal kurz Kino. Was soll ich machen? Irgendwas. Mach mal kurz Aber raus! Ich hab alles vergessen! Guck, ich krieg's so an! 300 Leute gucken dich an! Na toll, ist ja wie immer! Gleich wie immer! Nee! Na so nicht! Ich hab's! Ja, du willst wieder draußen wieder spielen. Nein, ich möchte es unterbringen. Wir spielen jetzt was von jemandem, der heute seinen Nobelpreis nicht abgeholt hat. Ach so. Ah, ja. 1, 2, 3, 4. Lass dich immer nur hören, wie schön du bist. Aber wenn ihr
Da Capo, da Capo! Was wird er jetzt auf dem ganz verrückt gemacht? So. Ist das das gleiche wie Zugabe? Ja, nee, sehr. Von vorne, von vorne. Ach so. So, die Nummer. Das letzte Lied. Das letzte Lied. Oh nee, komm. Vor der Pause. Vor der Pause. Ich finde wahrscheinlich von Kuli. CD. Mach mal, wir sehen doch nicht das CD. Das ist die Nummer, wie sich Olli und Tobi kennengelernt haben. Was? Olli. Jetzt kommt mal ganz kurz vorweg, jetzt kommt die Moderation, in dem Fall, dass meine Frau nicht anwesend ist. Bitte sprich mal. Ah, okay. Sie ist angereit. Nein. Deine Mutter? Ja. Ah ja. Der Rest der Familie ist da. Wochenende. Olli, die immer betrunken, total, aber diesmal ja. Im Bergischen Land. Wollt irgendwie heim, Radertal und da traf er ihn aus freien Dienst, kam im Auto vorbei. Und sagte, ja, ich nehme dich mit, aber ich fahre nicht bis Radertal, sondern. Ich fahre halt nur bis zum Pascha. Was ist das Pascha? Das Pascha. Kennt jeder das Pascha in Köln? Ja! Ja. Woher kennt die Frauen das denn? Ja! Ja. Die zwei Jungs, die kennen es noch nicht meistern, oder? Erzählen! Ja. Und da. Zu spät! Ja, dann Tobi hat mit Olli nur bis zum Pascha gefahren und muss bis nach Radertal laufen. Und die. Na? Für die besorgten Bürger, ihm ist nie was passiert. Er wollte immer betatscht werden oder so, aber ihm ist nie was passiert. Der ist ja jetzt schon 40 Mal gelaufen. Deswegen spielt er bei uns in der Welt. Ich habe aber trotzdem ein Kind gekriegt. Also. Aber, ja. Für die besorgten Bürger, ihr habt doch mit jemand Sorgen gehabt, denn. Mach mal ein bisschen Atmo an. Oh, der scheiß Busch. Das ist 8 Gott.
bisschen überrascht. Einschränkfahrt. Komm, mach's gut. Von Pascha bis nach Anatal bin ich gelaufen. Erinnerung. Von Pascha bis nach Anatal bin ich gelaufen. Ringe rum, die Fürst und die und das Kopfing wie. Ringe rum, die Fürst und die und das Kopfing wie. Also von dem T-Shirt. Ich habe ja dann ein Schnusi gemacht. Ja, das sieht die halt aus. Ja, die haben die T-Shirts ja verworfen und nie gesagt, wo man die kriegt, was die. Oh, wir reden vom Außen. Ja, komm, der Bassist. Auf geht's, Olli, komm. Pass Solo. Stand up. Wagner.